ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Wir spielen heute eine Summer Death Run Rocks Map. Was gibt es zur Map zu sagen? Sie soll einfach sein. Wir schauen uns an, ob sie einfach, normal oder schwer ist. Es soll wieder gratis XP für den Season Pass geben. Wir starten aktuell mit 60.000 EP, die noch fehlen. Wir werden schauen, ob wir dann durch die XP Level abmachen. Wenn ja, dann würde sich die Map tatsächlich rendieren. Oder ob das einfach nur angeteasert wird und es gibt keine XP. Also, wir werden uns überraschen lassen, ob es XP gibt. Wenn ja, wie hoch, wie viel, ob es sich rendiert. Wie abwechslungsreich die Map ist, werden wir uns anschauen. Wie die einzelnen Level sind, ich weiß nicht, wie viele Level es gibt. Es wurde nicht dazu geschrieben. Wir werden uns anschauen, wie viele Level es gibt tatsächlich. Und Alter! Alter, mach mal nicht diese mit der Musik. Und wir werden uns anschauen, wie abwechslungsreich die Level sind. So, XP-Belohnung ist links an der Seite angeteasert. Dann würde ich einfach mal sagen, ohne lang zu schnacken, wir starten das Spiel. Wenn sich die Musik gerade überschneiden sollte, es tut mir leid, aber dagegen kann ich gerade nichts ändern. Ich versuche das Beste draus zu machen. Ah! Ah, okay. 17 EP für den ersten Checkpoint. Wie sieht es bei Checkpoint 2 aus? 17 EP. Sprinten kann man, klettern kann man. Das ist schon mal sehr nice. Ich weiß nicht, ob es hier Easter Eggs gibt oder doch. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich spiele die Map das allererste Mal. Und da werden wir uns überraschen lassen. Und wenn es Easter Eggs geben sollte, ob diese vielleicht irgendwie markiert sind. Oh Gott, hier müssen wir nochmal drauf. Sonst würden wir den Sprung nicht schaffen. Oh, zu weit. Doch nicht zu weit. Oh, hier gibt es bewegliche Teile. Das ist immer schön. Okay, das hier ist ein bisschen kacke, wenn ich hier bei jedem warten muss. Dann machen wir das einfach mal so hier und so. Und da haben wir das geschafft. So. Und Alter, okay, das mit der Falle war gerade ein bisschen creepy. Hä? Was war denn das? Huh! Okay, sprinten sollte man eventuell nicht, oder ich bin zu spät losgesprungen. Ich bin zu früh losgesprungen, so. Oh, was ist denn das da drinne? Warte mal, da ist eine Ente drinne. Hey, lass mich da mal rein. Ist das ein Secret? Das ist ein Secret! Das hat keiner gesehen. Okay, es gibt Secrets. LOL. Das war jetzt ein Entchen. Ha, hier konnte man tatsächlich tricksen.
Okay, es gibt Secrets, die gut XP geben. Finde ich klasse. Schade, dass sie nicht angezeigt werden, aber es muss ja nicht so sein. Und ich renne hier lieber den einfachen Weg, als den schweren da mit springen. Das würde ich 1000-mal verkacken. Und... Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich schaff's. Blau. 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 Okay, die blauen Babybecken sind hier die, die man nutzen sollte. So, das haben wir geschafft. Jetzt will ich aber eigentlich noch mehr Easter Eggs finden. Also Secrets. Oh nein, Decken fallen. Kann man austricksen. Danke dafür. Ich hasse solche Deckenfallen. 25 Level geschafft. 2300 EP. Alles klar. Wo geht's jetzt? Was ist denn gerade mit den EP los, Alter? 500 Schritte gelaufen und es gab nochmal XP. Geil. Oh, das sollte man nicht machen. Also bis jetzt, die Map, oha, ist richtig geil. Kann ich nur weiterempfehlen. Was ist das hier? Okay. Ja. XP der Secrets. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das nächste Secret bringt. Aber das erste Secret hat 2000 XP gebracht. Das hat sich tatsächlich gelohnt. Ich dachte schon hier, no, kann man wieder collecten, aber leider nicht. Schade. Wäre geil gewesen. Wir gucken uns hier trotzdem mal alles an. Vielleicht ist eins davon dabei, was man collecten darf. Kann. Sollte, wegen den XP. Hallo Muskelkater. Natürlich darf man auch nicht collecten. Schade. Alter, was? Ich bin gestorben. Als hätte ich das vorhergesehen, dass ich da eiskalt sterbe. Aber wir sind unten. Okay, nicht an die Decke, nicht an die Decke, nicht an die Decke. Sehr schön. Darf man? Ach, da kann man einfach mal drüber springen. Das ist nice. Okay. Also farbenfroh ist die Map. Das kann man nicht. Das kann man nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich glaube, das ist nicht gewollt, was ich hier mache. Aber man kann die Fallen hier tatsächlich umgehen. Hier hätte eine Alpha-Wand hingemusst. Aber okay. Ja. Also XP-technisch, die Map lohnt sich auf alle... Nein! Oh, ich hab's geschafft. XP-technisch lohnt sich die Map bis jetzt. Sie ist auch wirklich abwechslungsreich. Und hier kann ich Levels... Ne, warte mal, Levels will ich ja nicht. Hä? Was ist denn? Hä? Muss ich hier... Was denn jetzt? 100, 106 EP, 128 EP, okay. Muss ich hier langsam durch? LOL. Das ist ja mal ein Einfallsreichtum. Da
Das ist geil! Das hat man auf noch keiner Map! Sagt mal ehrlich, das hatten wir auf noch keiner einzigen Map! Nein! Und das, sowas feiere ich. Das ist wirklich Abwechslung pur. Das feiere ich hart. Ich wollte einfach nur auf dem Pilz landen. Lila. Ja. Die Roten, die bewegen sich so ganz komisch. Kann man, hier kann man auch wieder die Falle umgehen. Okay, hier müssen Alpha-Wände hin. Was war denn das? So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Hä? Was ist denn das für ein Momentchen mal? Ey, da oben war was Verstecktes! Momentchen mal! Hier ist was Verstecktes! LOL! Hier, interagieren! Wir haben hier ein Secret gefunden! 7000 EP! Holy! Aber das ist mal eine Aktion dort. Ach du Heimatland, denke ich mir da bloß. Och, was denn jetzt? Ich habe jetzt keine Zeit hier. Ich muss aufnehmen. Also, ich... Was? 1500 Schritte, 3000 EP. Ich kann die Map nur weiterempfehlen. An alle, die die Map spielen wollen. Habt euren Spaß mit der Map. Die ist einfach, die ist chillig. Es gibt massig XP, vor allem für die Secrets. Ich kann die echt nur weiterempfehlen. Und warum bin ich hier runtergefallen? Und ich werde diese Map tatsächlich auch mit meinen Kindern wieder spielen. Als hätte ich es geahnt, dass dort was ist. Und die Map ist farbenfroh. Also... Die ist nicht eintönig mit Blau, Grün, Rot oder so. Es ist... eine schöne Farbabwechslung. Kann man hier hoch? Nein. Ich vertraue solchen Türen nicht. Man darf nicht drüber gucken. Okay. Oh! Wartet mal. Secret. Alter, jetzt hat bestimmt ein Secret hinter einer Tür. Nein! Wo gibt's denn sowas? Okay. Okay, was ist das? Warum sind hier kaputte Glasscheiben? Sollte man hier mit Speed durch oder so? Aha. Söhchen. Aber was ist das hier? Hä? Jetzt weiß ich, was das ist. Oh, das Wasser sieht geil aus.
mit dem Karo-Muster drunter. Das sieht voll schick aus. So, was ist das? Ein Secret gibt es hier nicht zufälligerweise. Ich bin gestorben? Hä? Wie? Okay, ich schwimme hier direkt raus. Ah! Das hier ist eine Röhre, lol! Ich dachte, da wäre einfach gar nichts. Okay, hier ist eine Falle. Hier drüben ist auch nur eine Falle. Ich dachte, da wäre ein Secret versteckt. So. Okay, lass mich raten, nicht auf die Lava-Dinger. Was? Wie? Hä? Wie? Wie ist das denn gerade passiert? Oh, warum? Hä? Also, es ist einfach nur dämlich, dass man, trotz dass man das nicht mal berührt, stirbt, aber okay. Wow, 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 yeah, surfen. Es musste sein, es tut mir leid. Das musste einfach sein, ey. Das musste einfach sein. Nein, ich will den Checkpoint haben. Gib mir ja den Checkpoint, ey. Momentchen. Diese Container schreien auch wieder danach. Komm hier rein, hier ist ein Secret. Aber nein. Da ist kein verstecktes Secret. So. Ha, geschafft. So. Okay. Ach, jetzt kommen auch noch UFOs. Lol. Also Abwechslungsreichtum. Also entweder der Dude hat echt eine blühende Fantasie und ist kreativ ohne Ende, was Mapbau angeht. Oh nein, die bewegen sich. Oh nein, die bewegen sich alle. Oder mich würde mal interessieren, wie alt der Mapbauer ist. Weißt du, ich hätte so eine kreative Seite definitiv nicht an mir. Obwohl ich auch gerne Sachen baue, um ehrlich zu sein. Vor allem in Minecraft. Jeder, der meine Bauvideos kennt, weiß das. Aber. Boah! Und jetzt stellt sich mir die Frage, wo? Ich muss dahin. Gibt es da oben was? Nee, da komme ich nicht ran, okay. So. ...79 Level haben wir gerade gemeistert. Schaffe ich das? Oh, Low Gravity. Da muss man aufpassen.
Hä? Was ist denn das hier? Secret, Secret, Secret? Hä? Was mache ich denn gerade? Hä? Hab ich hier gerade echt... Nee, das war nie und nochmal Secrets. Oder hätte ich mich... Nee, die Wolken hochziehen bestimmt nicht. Blau. Dieses Mal ist es rot. Okay, das ist ein bisschen verwirrend gerade mit der Farbe. Aber ich feiere das trotzdem. Und ich muss sagen, die Map rendiert sich. Sie rendiert sich ohne was zu sagen. Und ich würde die Map tatsächlich mit meinen Kindern spielen wollen. Was ich auch machen werde, wenn sie dann 2 Wochen am Stück bei mir sind. Deswegen produziere ich gerade Map-Videos vor ohne Ende. Kann man... Man kann! Und das ist bestimmt gewollt, wenn da oben Münzen sind. Nein! Das war mies. Okay, hier, hier, hier. Dann können wir ja jetzt nur noch hier. Hier, okay. So. Ui. Ui! Okay. Hier draus sind Secret-Münzen. Lol. Okay. Kann man? Da darf man nicht drauf. Okay. Schön, dass wir es getestet haben. Wie oft bin ich bisher gestorben? Steht nicht da. Das ist schade. Was? Wir haben es geschafft. Und das haben wir auch geschafft. Ui. Mir gefällt die Map einfach. Und da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Nein, 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 nein. Und geschafft. Was? Use your glider. Hä? Was? Oh! Oha! Zurück. Au. Alter. Warte. Ich muss erst nach oben und dann... Ah. Ich verstehe. So hat er sich das gedacht. So. Ich habe Angst, dass hier irgendwas passiert. So, Level 100.
5000, nochmal 151. Okay. Hört das, hörst du? Hallo? Hallo? Aufhören! Okay. Und wir haben das Level Up drinne. Haben wir jetzt hier zwei Level Ups gemacht? Das wäre ja geil. So, aber wir sind durch. GG an uns. Ja, was gibt es zu sagen zur Map? Sie ist einfach. Sie ist was für jedermann. Sie ist was für zwischendurch. XP-Verteilung ist Bombe. Also kann ich mich nicht beschweren. Abwechslungsreichtum ist gegeben von 1 bis Level 100. Es ist Abwechslung pur. Das Design ist geil gemacht. Und Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, Dancer, Killer, Dropper.